Bereits im 10. Jahr findet die Wahl zur schönsten Almsommerhütte des Jahres statt. 7.725 Wanderer haben sich entschieden und die Trattenbach-Grundalm hier in Neukirchen am Großvenediger zur schönsten Almsommerhütte des Jahres 2017 gewählt. Von den insgesamt 550 bewirtschafteten Almhütten auf über 1.800 Almen im Salzburger Land dürfen 172 stolz die Auszeichnung zertifizierte Almsommerhütte tragen. Dieses Zertifikat garantiert den Wanderern authentisches Almerlebnis mit regionalen Produkten. Der Tourismus und die Landwirtschaft sind ja eine Einheit. Wir leben von dieser schönen Landschaft und von den besonderen Personen, die es bei uns im Salzburger Land gibt. Und bei uns ist so, das ist ja nichts irgendwo künstliche Erlebnislandschaft aufgebaut, sondern das ist die Natur, da gibt es Eigentümer, das sind die Almbauern, denen gehört dieses Grundstück. Und die Almbauern ermöglichen uns als Touristik, dass die Gäste das nutzen können, sei es mit Mountainbike oder sei es als Wanderwege. Und da ist ganz wichtig, dass natürlich unsere Gäste oben auf der Alm dann auch gut verpflegt werden. Und da glaube ich, wenn man mit diesen Aktionen Almsommerhütte des Jahres, können wir wieder diese Arbeit, diese besondere Arbeit von den Almbauern und diese sehr schwere Arbeit zum Teil in die Auslage stellen und darstellen, wie wichtig das ist. Knapp 40.000 Stimmen wurden abgegeben. Den dritten Platz erreichte die Familie Söllner mit der unteren Astenalm in Bad Gastein. Zweiter die Steinmannhütte in Großaal der Familie Huttecker. Zur schönsten Almsommerhütte des Jahres 2017 wurde die Trattenbach-Grundalm in Neukirchen am Großvenediger in der Wilkogel Arena gekürt. Ja, da sind wir ja stolz drauf. Es hat uns schon mal gefreut, dass bei uns die Almeröffnung gewesen ist. Und jetzt natürlich, dass wir die Gewinner einer sind, ist natürlich noch der große Hit drauf. Und warum glaubst du, dass sie die Leute für euch entschieden haben? Es ist wunderschön zu raufgehen. Und für die Radlfahrer natürlich eine schöne Strecke. Und wenn es richtig heiß ist, ist ja unterher schadig und geht schön flach her und steigt dort so nachher erst die letzte halbe, dreiviertel Stunde auf. Einige Almsommerhütten haben sich speziellen Themen gewidmet. Neben Kinderwagenalmen, Kinderalmen, Mountainbikealmen gibt es auch Kunst- und Kulturalmen in den Salzburger Bergen. Was mich besonders freut, ist, dass so viele junge Leute, Gäste wieder in die Berge gehen, das Wandern, Outdoor-Erlebnisse suchen, den Naturbezug suchen. Fast ein bisschen eine Gegenentwicklung zur sonstigen Digitalisierung. Viel spielt sich im Netz ab, etc., Social Media und so weiter. Da ist die Alm, die Natur, ein willkommener Kontrapunkt. Und die Jugend hat das wieder entdeckt unter Almsommer. Trägt dazu bei, ihnen das besonders schön nahezubringen. Für Kathi und Sepp Huttecker gab es an diesem Tag etwas ganz Besonderes zu feiern. Also wir haben heute sehr junge, die Familie Söllner, wo eine Sennerin ganz jung im Gasteinertal wirtschaftet auf der Alm und zugleich ein Jubiläum, wo zwei 60 Jahre auf der Alm waren. Kathi und Sepp Huttecker aus dem Talschluss des Gasteinertals aus Hitschlag haben eine unendlich lange Zeit auf der Alm verbracht. Nicht vorzustellen, was in diesen Zeiten alles sich verändert hat, was passiert ist und wie viel Handarbeit da geleistet worden ist. Also vor dieser Generation muss man wirklich den Hut ziehen, weil viele kennen die Alm nur, wenn es schön Wetter ist. Aber das ist nicht immer der Fall und die harte Arbeit und all die Bedingungen auf dieser Seehöhe, da muss man wirklich den Hut ziehen. Hervorragende regionale Produkte, urig, gemütlich und traditionell. Das alles bieten die Salzburger Almsommerhütten.